wird aber erstmal mit dem IM-Ball gekickt. Ein eiförmiges Gerät. So, jetzt frage ich mal die Jungs hier. Was mit Hans-Martin? Kann er gut kicken? Ja. Ja? Doch. Ja, das kommt ja nicht so euphorisch. Wir gucken mal. Auf jeden Fall sieht er gut aus in kurzen Hosen. Und unser Ex-FIFA-Schiri ist auch da. Jürgen Aus, meine Damen und Herren. Ja. Jetzt. Keinem steht Schiedsrichterkleidung so gut wie Ihnen. Hallo Jürgen. Komm mal rein. So, das ist also dieser M-Ball. Ne? Mhm. Der springt so ein bisschen komisch ab, den kann man schlecht berechnen und das macht das Ganze natürlich etwas unterhaltsamer. Ihr spielt 1 gegen 1, Spieldauer 4 Minuten. Der Ball darf zu keinem Zeitpunkt mit der Hand gespielt werden. Bei Handspiel oder Vereiteln einer klaren Torchance gibt es Strafstoß. Wie sieht der aus, Jürgen? Ja, wir haben hier die Strafstoßmarkierungen und der Torwart muss also die Hände auf den Rücken halten. Ah. Beim Strafstoß. Was heißt jetzt Vereitelung einer Torchance? Ja. Aber mit unregulären Mitteln. Wadenbeinbruch. Ja, das ist. Ja. Dann würde wir schon mal einen Elfmeter oder einen Strafstoß geben. Ist der Pfarrer noch da? Aber Benno hat umgeschult. Ja. Wenn ihr ein Tor schießt, müsst ihr umgehend zurück in eure Hälfte. Hier gibt es jetzt keine richtige Mittellinie, aber Jürgen Aus wird euch das dann sagen. Bisschen Abstand halten. Wer nach Ablauf der 4 Minuten die meisten Tore geschossen hat, gewinnt das Spiel. Bei Unentschieden gibt es immer 1 Minute Verlängerung, kein Sudden Death, Verlängerung. Das Spiel beginnt mit einem Schiedsrichterball, der natürlich mit diesem Sportgerät besonders unterhaltsam wird. Also, es geht los, das ist unser Spiel Nummer 5, so. M-Ball. Werfen Sie den hoch? Nee, normal. Okay. Aber Seiten? Den. Also unsere Hälfte ist hinter dem Punkt. Ist das richtig? So. Also hinter dem Punkt steht... Wo muss er jetzt? Wo muss er zurück? An den Punkt. Also an den Punkt. Okay. So, also das könnte jetzt sehr, sehr interessant werden. Einwurf für Stefan. Also Stefan Raab ist kein begnadeter Techniker. Ich kann mir den Ball selber reinrollen. Da muss er aber ein bisschen zurück, 2-3 Meter zurück. Ein bisschen Abstand. Reicht das schon? So, die Zeit läuft natürlich weiter während dieses Diskussionsforums da unten. Jetzt schon fast mit dem Abblocken hier. Der erste Treffer für Hans-Martin Schiri ist Luft, dann geht's weiter. So, jetzt mit der Bande versucht, aber da sehen wir schon, wie er da mit dem Innenriss versucht, die Bande zu treffen, Stefan Raab. Das funktionierte hier noch nicht. 3,5 Minuten noch, 0:0. Und jetzt ist Raab am Drücker mit dem Außenriss. Jetzt geht er nach und führt. 1:0 für Stefan. Und da hat man wieder gesehen, was für ein Kampfschwein Stefan Raab ist, wie er da dem Ball hinterhergeht. Normalerweise heißt es ja, das Runde muss ins Eckige. Das trifft hier natürlich nicht zu mit diesem Ei, mit diesem M-Ball. So, Raab beschränkt sich jetzt wieder in erster Linie aufs Verteidigen und lauert dann auf den Konter, aber ins lange Eck geschoben von Hans-Martin, der Ausgleich. 3 Minuten noch zu spielen, ausschickt Hans-Martin zurück in die eigene Hälfte. Was versucht Raab diesmal wieder mit der Bande und das ist gut gemacht. Der Fuchs, der Raab, souverän mit Bande und 2:45 vor Ende führt Stefan Raab. Das ist Einwurf für Stefan Raab, das sieht natürlich ein ehemaliger FIFA-Referee. Und das geht ganz schön auf die Pumpe. Hören Sie mal ganz gut hin, was er schon wieder schnauft. Da. So, jetzt lässt er sich Zeit. Jetzt muss Aust einschreiten. Jetzt muss Aust einschreiten. Dann geht das Zeitspiel schon los. 2,5 Minuten noch. Raab versucht das wieder über die Bande. Ja, ja. Er versucht es wieder über die Bande. Scheitert knapp. So, jetzt die Chance für Hans-Martin zum Ausgleich. Raab hinten in der Kiste drin. Ja, das ist ja fast Catenaccio, was er da hinten spielt. Aber auch mit der Bande Hans-Martin. 2:10 vor dem Ende, 2:2. Das ist ein harter Brocken heute. Das deutet sich an, Hans-Martin, eine harte Nuss für Raab. Spiel läuft weiter, sagt Aus. Und mit dem Außenriss versucht es Stefan da über die Bande, hat sich jetzt ein bisschen eine leichte Schürfwunde dazugezogen, stellt sich wieder hinten rein. Das ist riskant und jetzt liegt da hinten. 1:50 noch, Hans-Martin erstmals in dieser Partie in Führung. Raab wieder über die Bande, geht jetzt hinterher. Abgefangen von Hans-Martin, an der Latte scheitert er hier. Ball ist weiter im Spiel, Kopfballtor, das wäre ein Hammer gewesen. Und jetzt geht's zur Sache und jetzt hat er die Chance. Nein, Raab ist wieder da. 1:30 noch mit der Hacke. Oh, Raab pumpt schon. 1:30 noch, 1:30. Wenn er den macht, sieht's richtig gut aus. 4:2, 1:24 noch, 1:22. Er muss jetzt auf die Tube drücken, Stefan Raab. Liegt recht deutlich hinten, geht er wieder über die Bande, versucht das direkt. Er lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Er liegt mit 2 Toren hinten, noch 70 Sekunden. Er verkürzt und jetzt muss er den Ball abfangen. Geht aber noch hinten rein, kein Pressing von Raab. 60 Sekunden noch, was macht Hans-Martin?
Raab sehr weit hinten drin. Und da ist das 5:3. Noch 54 Sekunden. Das geht natürlich noch auf diesem kleinen Feld. Raab geht hinterher, schafft den Anschluss nicht. Ich glaube, wenn Hans-Martin jetzt trifft, wenn er jetzt trifft, dann hat er's. Freistoß. Und war das das Verhindern einer klaren Torschance? Zeit läuft weiter. Noch 36 Sekunden. Und es wird weitergespielt. 5:3 für Hans-Martin. 6:3. Ich glaube, das ist die Entscheidung. Halbe Minute noch. Raab muss den Turbo anschmeißen. Kommt nicht ran und das war's. Das war's, denn den muss Hans-Martin machen. Ja. 7:3. Im Ball wird an Hans-Martin gehen. Nochmal mit dem Außenriss verkürzt, aber es sind nur noch 10 Sekunden. 3 Tore Vorsprung. Hans-Martin knackt Raab beim Fußball. Er ist richtig gut drin im Kampf um 2 Millionen Euro an diesem Samstagabend auf einem richtig guten Weg. Kommt, ihr könnt was trinken. Danke, Jürgen. Danke, Jürgen aus. Nimm Platz, trink was hier. Hier gibt's was zu trinken. Geht ans Pult. Oh, hätte nie gedacht, dass Eierschaukeln so anstrengend ist. Guckt euch das mal an hier. Das ist ein klarer Sieg für Hans-Martin im M-Ball. Der ein oder andere durch den Hosenträger gekriegt. Stefan gut reingekommen und dann, Hans-Martin, hast du den Kevin Kurani in dir entdeckt und das sind deine Punkte. Dass Fußball nicht sein Ding ist, das merkt man an der Führtechnik. Ja, dafür hat es aber ganz gut geklappt, ehrlich gesagt. Ja. 10:5. Habt ihr zu trinken genug? Ja. Mann, ey, guck mal, da geht ja... Der ist geil, ne? Der geht ja auch genau durch die... Immer schön, ja. O-Beine haben auch ihre Nachteile.